begeistert klang sie nicht gerade. Das wird sich noch ändern, da bin ich mir ganz sicher. Ach, du meinst, wenn du ihre Begeisterung für Riesling geweckt hast? Ich meine, wenn ich ihre Begeisterung für Stella geweckt habe. Du willst die beiden verkuppeln? Die beiden passen wunderbar zusammen, das merkt jeder, der sie zusammen sieht. Charlie, die beiden haben sich schon geküsst. Wahrscheinlich gibt es einen Grund, warum sie noch nicht zusammen sind. Sicher, Missverständnisse, Irritationen. Carla ist Stellas Chefin, das macht die Sache kompliziert. Ach, und deswegen willst du jetzt dazwischenfunken? Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig. Nur ein kleiner Schubs, homöopathisch sozusagen. Mehr braucht's bei den beiden auch gar nicht. Weißt du, was passiert ist? Keine Ahnung. Charlie hat dich geküsst. Was? Na ja, wenn ich ehrlich bin, ging es eher von mir aus. Aber sie hat sich nicht übermäßig gewehrt. Was? Du redest von meiner männerfressenden Tante? Ja, sie hat sich aber schon immer für eine Frau interessiert, hat sie selbst gesagt. Stella, da war sie 16. Ja, was einmal war, kann wiederkommen, wie du siehst. Ja, dann gratuliere. Also, dafür ist es allerdings noch zu früh, denn Charlie kann sich leider nicht mehr dran erinnern. Wie? Ja, ein Filmriss. Sie hatte ordentlich was getankt. Ja, hör auf, das ist nicht witzig. Mir ist es nicht so, Vera. Dann war deine ganze Mühe ja umsonst, du kannst gleich wieder bei Null anfangen. Eben. Ja, aber was einmal geklappt hat, das... Das kann ja auch ein zweites Mal klappen, ne? Ich muss vor allem darauf achten, dass Charlie das richtige Level hat. Sie muss sich drauf einlassen, aber hinterher muss sie sich trotzdem noch dran erinnern. Ein schmaler Grat. Das kriege ich hin. Und dann wird sie diesmal genauso viel Spaß haben wie beim ersten Mal. Wenn nicht sogar noch mehr. Stört sich auch nicht, wenn ich später mit Nero hinkomme. Hey, du arbeitest an deinem Blog, ich habe meinen Verträgen und zwischendurch lenken wir uns mit Verliebten. Von der Sebastian, kannst du mal eben helfen? Jetzt! Lass mich hier raus! Sebastian, kannst du mal eben helfen? Ach, ich Volltrottel. Gregor hat mich gebeten, den ganzen Kram von Jens runterzuschaffen und... Es tut mir leid. Ich bin bei dir, es ist nichts passiert. Geht schon wieder. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin, Olli, dass du eingesprungen bist. Ich meine, du hast ja im Moment mit dem Umbau im No Limits genug zu tun. Also, wenn ich eins von dir gelernt habe, dann ist das Delegieren. Dann kann man sich auch mal aus dem Staub machen. Wie war eigentlich eure Weinprobe in der Pfalz? Ziemlich aufschlussreich. Du, Carla und unsere Verwalterin, eine seltsame Truppe. Ja, unsere Vorstellungen waren ziemlich unterschiedlich, aber schließlich sind wir uns dann doch einig geworden. Ich kann es kaum erwarten, die Resultate zu verkosten. Ja. Bis dann, Charlie. Tschüss, Elisabeth. Aber schließlich sind wir uns dann doch einig geworden. Du sprichst ja wohl nicht von deinem Kuss mit Stella. Unsinn. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze hat dir doch mehr Spaß gemacht, als du eigentlich eingestehen willst. Nein, mein Schatz, da bist du auf dem Holzweg. Ja, das dachte ich am Anfang eigentlich auch, aber je länger ich drüber nachdenke. Also zumindest hat dir deine kleine Amnesie ja dazu geholfen, dass du die Sache nicht klarstellen musstest. Wozu auch? Stella hat mich aus einer Rieslinglaune herausgeküsst, du Schlauberger. Oder glaubst du etwa, ich habe sie dazu ermutigt? Na ja. Oh. Am besten, du fragst dir selbst. Du scheinst echt ganz schön verknallt zu sein. Ich möchte mit Katharina vor allen Dingen mal raus aus diesem blöden Hangar. Das ist alles. Hab ich gerade blöde Hangar gehört? Du weißt doch, wie ich das meine. Ich möchte mal was anderes mit dir unternehmen. Da gibt's so viele Dinge, die man tun kann. Damit du dann ganz besonders doll auf die Fresse fliegen kannst, schon klar. Leo, kapierst doch endlich, die Frau... Diese Frau ist besser als alle anderen Frauen, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Vielleicht beschäftigt sie der Kuss ja doch mehr, als sie sich eingestehen will. Moment mal, sie kann sich dran erinnern? Das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du. Und jetzt raus mit der Sprache. Kann sie sich dran erinnern oder nicht? Natürlich. So viel Wein hatte ich doch gar nicht intus.
Ich weiß noch ganz genau, was passiert ist. Dann hast du also alles nur vorgetäuscht. Ist doch egal. Ja, mir ist es nicht egal. Vielleicht hat es ihr gefallen und sie traut sich nur nicht, es zuzugeben. Stella, es sollte dir aber egal sein. Weil Charlie definitiv nicht auf Frauen steht. Unerwartet zu Geld gekommen? Keine Sorge, das mit dem Geschmack kommt dann später von ganz allein. Woher sollst ausgerechnet du das wissen? Hammerkette. Ist schon ein Wahnsinn, was Sebastian dir so alles schenkt. Wenn Männer mit solchen Geschenken kommen, dann steckt meistens ein schlechtes Gewissen dahinter. Klar, dass du dich damit auskennst. Hi, Lydia. Ist Sebastian da? Hallo. Nee, aber witzig, das wollte ich dich gerade fragen, weil normalerweise hängst du ja immer in seinen Fersen, ne? Wieso lasse ich mich schon wieder auf eine Beziehung ein, die mich nur runterzieht? Weil du nicht auf deinen kleinen Bruder gehört hast? Weißt du, Katharina, die ist einfach... Gregor, was? Mann, morgen ist die Wiedereröffnung und wir müssen uns noch um die Gästeliste kümmern. Ja, später, als sie vor mir im Hangar stand. Gregor, ich kann's nicht mehr hören. Ja, ich ja auch nicht. Und ich kann hier nicht mal irgendwelche Vorwürfe machen, weil sie mir nie was vorgemacht hat. Ja, das ist doch toll. Können wir dann? Im Gegenteil, ich weiß sogar, dass sie es ernst meint. Jedenfalls will sie morgen zur Eröffnung kommen. Wow, das klingt ja fast so, als würde sie sich zu dir bekennen. Und das auch noch öffentlich. Ja, ich hätte doch gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit.